Jo, ziemlich großspuriger Opener für das, war schon? Für das, was jetzt kommt. Wir haben jetzt ein Geräusch und du musst mal sagen, welcher Prominente hat dieses Geräusch von sich gegeben? Willst du es nochmal hören? Ja, gerne. Ja, bitte. Wer war das? Ich gerade eben, als du gesagt hast, du hast noch ein Foto dabei. Ja. Nee, es war oder jemand. Joko mit Blähung, ich weiß es nicht. Was ist es? Ja, das könnte natürlich sein. Seine unverkennbare Lache. Vielleicht klingt die andersrum so, ja. Sollen wir auflösen oder weißt du es? Kannst du einen Tipp abgeben? Joko oder was, sagst du? Noch einmal bitte. Ja, einmal noch. Das wird echt immer besser, ne? Weißt du nicht? Nein, ich weiß es nicht. Hier ist die Auflösung. Er dachte, er kann mit so einem Spielchen spielen. Er hier. Berlin lebt! Schöne Grüße an Kapi. Das wäre geil, wenn der dabei wäre bei Mars Singer. Boah, ja, das wäre wär cool. Das wäre auch praktisch für ihn, dass ihn keiner erkennt vorher 10 Wochen lang. Das ist in der aktuellen Situation nicht schlecht. Ja. Ja. So, wir haben das nächste Geräusch. Das ist furchtbar. Nochmal? Wer hat Corona? Warte mal. Nee. Noch, also. Das ist furchtbar. Ist eher ein seriöser Typ. Ja, Friedrich Merz, nachdem er gehört hat, dass Laschet auch dabei ist. Da, das oben, Laschet, noch mal. Dass Laschet Spahn dazu nimmt. Ja. Da hat Friedrich Merz dieses Geräusch von sich gegeben. Könnte das sein? Wir lösen auf. Klaus. Das ist furchtbar. Du sagst Klaus so, als würdet ihr euch kennen? Seid ihr Freunde? Alte Freunde, alte Kumpel. Nie gesehen, aber toller Anker. Fühlt gut. Wer weiß, vielleicht ist er ja im Faultier. Vielleicht ist das nur ein versteckter Hinweis, dass wir Klaus Kleber jetzt gezeigt haben. Vielleicht weiß ich mehr, als ich sage. Du meinst ein Indiz. Ein Indiz. Ja, ein Indiz, ja. Genau. Wir haben noch ein Geräusch, komm, ein Indiz. So, Fauli, mach mit. Fauli, nu, komm. Wer könnte das gewesen sein? Schöner Rülps. Ich würde das eingrenzen, weil du bist ja Sportsmann, ist aus der Welt des Sports. Ja. Bist ja auch so, du hast ja einen richtigen Beruf noch neben dem Mars Singer, hast du einen richtigen Job, nämlich irgendwas mit Sport. Ja. Und aus diesem Bereich wäre es, sagst du. Dann nochmal bitte. Wer könnte dieses, ich sag mal so, es war nicht Maradona auf seinem letzten Geburtstag. Fußballer? Nee. Tennisspieler? Ja. Der Tennisspieler? I don't know. Sag. Dann sag ich Boris. Boris Becker und wir gucken. Es war Boris Becker! Sehr gut! So, es gibt nur einen. Moment. Trink schnell aus. Das ist dein Preis, bitteschön. Die Tasse hast du jetzt gewonnen. Herzlichen Dank. Und das war das Spiel, das war schön. Das Geräusch kam übrigens für alle Interessierten aus der Hüfte. Direkt aus der Hüfte von Boris Becker.